scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Und wir kommen jetzt zum nächsten Impulsgeber. Victor Czenter war schon viele Male hier bei uns. Er ist ein Mann mit Herz und Verstand. Denn diesen Verstand, den er mitgebracht hat aus seinem früheren Leben, ja, als diplomierter Informatiker, der unterstützt ihn jetzt dabei, analytisch zu sein und auf ganz, ich sag mal, ungewöhnlichen Menschen auch auf ungewöhnlichen Wegen den Menschen zu helfen. Ihr seht hier, wir sind so verschieden und jeder hat so seine eigene Expertise. Und da ist ein Mann, der so viel Herz hat, dass das und Weisheit ja auch schon, ne? Da kommen immer ganz viel Sprachimpulse auch vom Victor. Und auch, dass er in seinem Titel heute das Wort Wagemut genommen hat, ja, wie Wagemut glückt und beglückt. Wie wundervoll ist das? Also auch ich bin wieder hier und seid mit mir gespannt auf die Impulse von Victor Czenter, dem Trainer und Berater mit Herz und Verstand. Die Bühne gehört dir. Danke, liebe Martina, und ich bin sehr berührt über diese sehr persönliche Vorstellung. Und ich bin jetzt kurz aus dem Konzept heraus, weil ich bemerke, es ist genau das, worum es geht, präsent sein. Es geht genau um das, was es geht, diese Situation, die unbekannt ist, die noch nicht erfahren wurde, dass wir erstmal wach bleiben, wach sind, das voll wahrzunehmen, was jetzt in uns und im Außen passiert und was wir spüren, was wir an Impulse bekommen. Wagemut ist nicht nur Mut, sondern auch Wagen. Weil Mut ist, wat Mut statt Mut, sagt man im Norddeutschland. Das habe ich auch da kennengelernt, wo ich mein Austauschjahr hatte mit 17, als ich aus Rumänien für ein Jahr mein Land verlassen hatte, um eine Auslandserfahrung zu machen. Komplett neu, komplett in eine neue Welt. Die Vorstellung, was Deutschland bedeutet, was damals zumindest aus Rumänien nur aus den Medien oder über Bekannten bekannt war, wirklich mich zu trauen und den Mut zu fassen, diese Auslandserfahrung zu machen. Und wirklich, was ich gemeint habe, war eine Art Reality-Check, wo ich verstanden hatte, wir haben alle unsere Erfahrungen, wir haben unsere Bezüge, unser Kontext, wie wir aufwachsen, wir kennen Geschichten, und in dem Moment, in dem wir das gegenprüfen, das genaue Hinschauen und sehen, wie ist es eigentlich da draußen, entspricht es der Vorstellung noch? Und wenn ja, wie ist es in einer neuen Situation, wo es nicht der Vorstellung entspricht? Wie geht es mir damit um? Und das ist genau den Mut, genau hinzuschauen, hinzuhören und wo wir bemerken, wir wachsen darüber hinaus. Es gibt ein super schönes Konzept von den Learning Zones, von den Lernzonen. Das heißt, das, was wir kennen, so, da fühlen wir uns wohl und wir haben unsere innere Sicherheit. Wir sind bei uns, das ist vertraut, das ist bekannt. Und über diese Zone, also als Kreis, wer das kennt, gibt es eine Schicht, einen weiteren Kreis, heißt Fear Zone, also die Angstzone. Und das ist genau die Zone, wo wir das Bekannte verlassen und in was Neuem, noch nicht Bekannten, noch nicht Erfahrenen, vielleicht nur Gehörten, aber noch nicht Erlebten reingehen. Und das ist nicht sehr weit, je nachdem, welche Erfahrung, also wie groß unsere Komfortzone ist oder wie unsere Erfahrung schon da ist. Aber darüber hinaus beginnt die Wachstumszone. Das heißt, alle Impulse, die neu hinzukommen, die werden integriert, werden gewichtet, werden verglichen. Alles, was wir hören, was wir spüren, wir haben schon eine Verbindung, schon ein Anker, wie es heißt, eine Ressource schon, auf der wir aufbauen oder wir bauen was Neues in unserem System. Das heißt, diesen Eindruck, was von außen kommt, also so wie ein Imprint auf Englisch, das erzeugt was in uns. Und je nachdem, ich glaube, du, Martina, hat es auch sehr schön benannt, je nachdem, welche Background-Erfahrung, welches Hintergrund wir auch mitbringen. Das heißt, aus der Kindheit, aus unserer Jugend, wie unsere Erfahrungen zu den unterschiedlichen Situationen und Gefühlen auch verknüpft ist. Entweder haben wir einen guten, sicheren Boden oder noch unsicher. Und sehr schnell kann passieren, dass wir in so einer Situation direkt uns in einer Panikzone verschießen oder ausschießen. Es passiert ganz schnell, wo eine Situation, ein Wort, eine Geste, was sehr unbekannt vielleicht noch, also nicht bewusst, aber was in uns triggert, wie es so schön heißt, genau was in uns hochbringt, was sehr unangenehm ist. Und es entsteht entweder in dem Moment ein Fluchtreflex oder ein Kampfreflex. Das heißt, wenn wir, ich glaube, Jean-Marie hat es auch erwähnt, noch in dem Survival-Mode sind, also in dem Überlebensmodus sind, dann kämpfen wir. Wir müssen unsere Position verteidigen. Der Kopf muss das wirklich sagen, es ist richtig oder es ist falsch. Und es gibt nicht sehr viel dazwischen. Also diese Offenheit, präsent zu sein, wahrzunehmen, kurz auszuhalten, was ist es? Wir kennen aus dem Kommunikation, dass es 4 Ebenen der Kommunikation ist. Eine Nachricht, die wir aussenden, hat einen Sachinhalt. Es hat einen Appellanten, also ein Mitteilungsbedürfnis. Es hat eine emotionale Verbindung, die zwischen dem Sender und dem Empfänger ist. Und es ist sehr spannend zu bemerken, selber zu beobachten, welche Ebene genau in diesem Moment bei mir angesprochen ist, angetriggert ist und wie ich im Moment reagiere. Und da kommt Mut und Wagemut im Spiel, sich wirklich zuzutrauen, offen zu bleiben, sagen, ich weiß es nicht, ich habe es nicht verstanden, ich möchte es auch nicht falsch verstehen. Kannst du es wiederholen oder wie meinst du das? Das heißt, dieser gesamte Prozess der Kommunikation, es gibt auch die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg, wer jemand das kennt, mir hat es auch gezeigt, wie einfach es ist, theoretisch erstmal diesen Prozess zu verstehen. Und in dem Moment, als ich selber in der Übungsgruppe mal war, ich war so geschockt, dass die Trainerin, die an dem Abend diese Übung geführt hat, mich total gestoppt hatte und total unempathisch in der Situation reagiert hat. Das war für mich genau dieser Moment, wo ich sage, wir sprechen darüber auf einer Metaebene und wie passiert es tatsächlich? Und warum schaffen wir genau in diesen Momenten mit diesem Bewusstsein nicht den kurz zu halten und genau das anwenden? Und klar, wir sind Menschen, wir haben unsere Bedürfnisse, wir haben unseren Hintergrund, wir haben Verletzungen. Das ist auch eine Erfahrung, die ich glaube, jeder, der sich mit sich selbst intensiver auseinandersetzt und sich kennenlernen möchte, auch, ich sag mal, in diesen tiefen Schichten des Bewusstseins auch versteht, dass es Prägungen gibt, wie wir aufgewachsen sind, wie unsere Vision ist, wie unsere Lebenshaltung, Lebensanschauung ist. dass alles das so ein, ich sag mal, so ein Mix ist. Und es ist sehr wichtig, den Wunsch und die Entscheidung nach Klarheit zu spüren. Das heißt, so wie es mir geht, ist ein bisschen, ich fühle mich entweder manipuliert oder jemand möchte wirklich mich da in einer Art und Weise mitgewinnen, aber ich bin noch nicht überzeugt oder ich bemerke, ich möchte jemand mitnehmen und ich habe Angst, mich wirklich zu zeigen oder offen einfach eine Einladung aussenden und sagen, ich wünsche mir oder ich hätte gerne das mit dir zu erleben, das mit dir zu unternehmen, weil ich Angst habe in dem Moment, dass ich abgewiesen bin. Das heißt, es gibt bestimmte Grundbedürfnisse, die wir haben, das heißt, angenommen zu sein, Bedürfnis, so akzeptiert zu sein, geliebt zu sein. Das heißt, auf unterschiedlichen Ebenen sind diese Bedürfnisse, wenn sie nicht befriedigt sind und wenn wir nicht genau verstehen, was in uns ist, das heißt, erstmal bei sich zu schauen, dann führt es zu Situationen, die sehr vielleicht unangenehm sind, sehr, sehr emotional schmerzhaft sind. Und wie Jean-Marie gesagt hat, es ist die Angst ist virtuell, aber es ist tatsächlich auch doch real, in einer Realität wahrgenommen, auch wenn es nicht wirklich ist. Das heißt, wenn es nicht der Situation entspricht. Das heißt, es ist ein Trigger, aber wie ich gepolt bin, wie ich das wahrnehme, entweder habe ich eine normale, adäquate Reaktion oder eine Überreaktion oder vielleicht ich erkenne diese Gefahr gar nicht und ich gehe total übermütig in so eine Situation, total selbstbewusst, weil in meiner Erfahrung, ich hatte vielleicht viel Schlimmeres erlebt und die Situation kann ich als entsprechend auch nicht als gefährlich oder so gefährlich einschätzen. Das heißt, immer wieder schauen, präsent sein, offen bleiben, verbunden bleiben und im Gespür mit sich selbst sein. Und genau, wie es so schön auf Deutsch heißt, sich ein Herz fassen. Das heißt, wie der Löwe, der Zauberer von Oz, die hatte keinen Mut gehabt. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass der König der Tiere, der Löwe, überhaupt keinen Mut hat. Und deshalb bittet er auch den Zauberer, dass er auf jeden Fall ihm Mut gibt. Und es gibt eine schöne Sequenz, wo er ein Lied singt, wie er sich als König der Tiere, des Dschungels, sich total furchtlos füllt und er wächst wirklich körperlich in seiner Stärke. Und das ist spannend zu bemerken, es ist nicht nur eine gedankliche Haltung, den Mut, also diese Schritten zu gehen. Es ist nicht nur emotional, dass ich mich sicher fühle, sondern tatsächlich das zu verkörpern, also embodied in den Körper rein, dass ich bei mir bin, dass ich bemerke, da ist was nicht ganz entspannt bei mir oder ich habe einen Schweißausbruch, weil ich habe einen Auftritt, was sehr gut ist als Eu-Gefühl, als Freudegefühl mitzunehmen, aber dieses, ich sag mal, tragende, gefühlte, gelebte Gefühl als Erfahrung, als Feldsens im Körper zu haben, dass ich weiß, ich werde das schaffen, ich habe ein Selbstvertrauen, ich kenne meinen Wert, ich habe diese Erfahrung gemacht und ich kann zuversichtlich, also nach vorne schauen, in eine Situation und mich solchen Gefahren stellen und da mir erlauben, ganz bewusst über diese Angstzone rauszugehen, weil genau da beginnt die Lernzone und das Wachstum. Und ich wünsche dir heute Abend und euch und uns allen viel Freude. Ich kann euch nur ermutigen, mich zu erinnern, genau solche Situationen bewusster wahrzunehmen, mir zu erlauben, zu wachsen und jedem, der bereit ist, dieses Lebensprinzip wie die Pflanze, die sagt, ich bin ein Same, ich bin in der Erde, es ist dunkel, es ist kalt noch, ich warte, vielleicht muss ich den Mut haben zu warten, vielleicht muss ich den Mut haben, jetzt zu agieren. Ich weiß es auch nicht. Niemand weiß es. Es ist keine Anleitung fürs Leben, aber so gut im Gespür zu sein und im Vertrauen, egal was es ist, einen kleinen Schritt machen, spüren, adjustieren, schauen, nochmal einen Schritt machen und genauso mit sich, Mitgefühl, diese Kraft des Lebens spüren und schauen, wo das Ganze hinbringt und in diesem Wachstum und neue Erfahrungen mitzusammeln und über sich hinauszuwachsen. Ich bedanke mich ganz herzlich und bin gespannt, wenn Fragen sind. Vielen Dank.